Hallo, ich habe etwas mitgebracht. Ich habe versucht, etwas zu reparieren oder was mir gelungen ist, das werden wir bald sehen. Aber das liegt da alles auf meinem Tisch. Schauen wir uns das einmal an, was da passiert ist. Und ich will es herzeigen, weil es ja so überraschend ist, was da alles drinnen ist. Diese Teile. Ich weiß nicht, ob schon wer erkennt. Das schaut ein bisschen komplizierter aus. Das ist das, was kaputt war. Das habe ich nachgedruckt. Ich werde es jetzt zusammenbauen und dann werden wir über einige überraschende Details sehen, die ich da drinnen gefunden habe. Ja? Also zuerst einmal das Teil da. Ja? Dieses Teil hier, schauen wir uns das an. Ja, da ist eine Schraube. Mit der Schraube kann ich da dieses komische Teil raus und reinschrauben. Wozu dient das? Da gehört dieser Gummiteil hier hinein und dieser Gummiteil. Wir haben hier eine entsprechend geformte Nut. Ja? Und der passt genau auf diesen Mitnehmer hier. Wir haben hier also eine formschlüssige Verbindung. Du kannst es einfach einsetzen. Und wenn wir das raufschrauben jetzt, wird dieses Teil mit draufgedrückt, wird hier durch dieses V-förmige Ding da auseinandergedrückt und da druckt's Gummi da drin. Da drin sehen wir das. Ja? Da drinnen werden diese Gummibackerl werden da praktisch nach außen gedrückt. Ja? Das erzeugt da praktisch eine engere Ding. Und da gibt es keine Feder drin, sondern das ist ein Formschluss. Das heißt, wenn ich zurückschraube, wird das auch wieder rausgedrückt. Das sehen wir. Dieser Keil drückt diese zwei Gummibackerl da nach außen. Gut, ha? Hat sich was überlegt. Ja? Gut, der Teil gehört normalerweise hier rein. Jetzt muss ich überlegen, wie? So. Ja? So gehört er da rein. Ja? Vielleicht erkennt es der eine oder die andere schon, was das sein soll. Ja? Das ist nämlich eigentlich für eine Brause. Ja? Also für einen Duschkopf. Das gehört nachher da hinein. So. Ja? Und da kann man nachher die Brausekopf hineinstecken. Und das kann man nachher nach oben und nach unten schieben auf so eine Stange, ja, und verdrehen. Ja, und das ist es. Und diese Schraube, die ich dir zuerst gerade hergezeigt habe, die bremst man das halt daher. Die bremst man das, die klemmt das auf der Stange fest mit diesem Gummipackerl. So funktioniert das da drin. Und hier, das ist ja genial, das ist so ein Schnappmechanismus. Ja, das ist genau so designed im Endeffekt, dass die Elastizität dieses Materials so groß ist, dass ich das da einschieben kann. Da, klack. Und jetzt bin ich drin. Ja? Und jetzt bewegt sich das da drinnen. Da hat sich auch was überlegt. Da merkt man, dass es ein gebrauchtes Teil ist. Ein bisschen putzen, gell? Ja? Da kann man jetzt die Brause hineinstecken. Ja? Und jetzt, wie heute halt das, dass das nicht hier durchdreht? So blöd? Ja? Mit dem Teil da. Und das ist ja auch Wahnsinn. Ich meine, reicht das nicht ein normaler Schrauben oder was? Ja? Offensichtlich nicht. Das ist auseinandergeschraubt, gleich davor rein. Ja. Also das ist eine Schraube. Ja. Das ist eine Schraube. Das sind irgendwelche Beilagscheiberl oder irgendwelche komischen Scheiberl. Und das ist die zugehörige Mutter. Ja. Schraube und Mutter. Aber warum brauche ich diese Beilagscheiberl? Ich meine, eines ist vielleicht klar, dass das ein bisschen reiben kann. Aber warum drei? Das ist nämlich, weil das sind diese dünnen da, das sind gar keine Beilagscheibelchen. Das sind gar keine Beilagscheibelchen, sondern das sind Tellerfedern. Schauen wir uns das an. Die sind etwas durchgebogen. Sehen wir das? Ah, schwierig. Die sind ein bisschen durchgebogen. Wenn ich die so übereinander lege, dann sehen wir es vielleicht besser. Die kann ich gar nicht zusammendrücken. Die haben einen Spalt dazwischen. Das ist, weil es Tellerfedern sind. Das heißt, das Ding ist da federnd gelagert da drinnen. Ja? Das heißt, ich schiebe zuerst so eine Beilagscheibe drauf, das ist, dass ich das drehen kann. Ja? Dann schiebe ich zwei Tellerfedern drauf, die sorgen dafür, dass eine gewisse Spannung hier auf dem drauf ist. Ja? So geht das vermutlich. Und dann schiebe ich das da durch. Und diese Federn drücken das
so zusammen, ja, drücken diese Teile so zusammen, dass da eine gewisse Klemmkraft praktisch ist, dass die das nicht die ganze Zeit da hin und her bewegt. Ist das nicht arg? Ist das nicht arg? Na? Ja. So, Federn meine. Zusammengeschraubt. Zusammengeschraubt, zusammengeschraubt. Und jetzt bewegt sich das nur mehr in einem gewissen Bereich. Super ist das, ja? Bewegt sich nur mehr in einem gewissen Bereich. Und hält praktisch das Gewicht. Kann ich da gemütlich einstellen mit einem Schraubendreher. Passen. Schraube ich das da fest. Das ist ein bisschen zu fest. Die Dusche. Naja, warte mal. Ah ja, das geht schon. Vielleicht ein bisschen öffnen noch. Aber dank der Feder kann ich jetzt diese Klemmkraft da wunderherrlich einstellen. Wunderherrlich kann ich die einstellen. Ja. Und dieser Teil, ja, das ist der nachgedruckte Teil, der ist leider zu Bruch gegangen. Aber schau, passt gut rein. Und dann, ich meine, was wir schon noch das Problem haben, das gleitet hier raus. Und diese zwei Schalen hier, die sind nicht nur hübsch, schon hübsch, ne? Sondern die sind auch so geformt, dass sie das praktisch hier, wenn ich das da drauf klipse, das sind aber auch so Clipsverbindungen, klack, klack, haben wir gehört? Ja? Auch gut ausgedacht, dass das, schau, haben wir da wieder einen Formschluss zusammengebracht, das kann das nicht mehr aus, nach oben und nach unten, das ist jetzt da gefangen. Das sind nur ganz wenige Teile. Und jetzt ist es zusammengebaut. Noch nicht ganz. Hinten muss es klack. So, jetzt ist es zusammengebaut. Schau. Jetzt sehen wir, was das ist. Ja? Von außen schaut es gar nicht so spektakulär aus. Ja? Von außen sieht es aus. Sagt man, okay, schaut dazu aus. Aber was da alles drin ist. Was da alles drinnen ist. Maschinenbau ist wirklich überall. Was da alles drin ist. Ich meine, das hat sich ja jemand überlegt. Das hat sich jemand so überlegt, dass das funktioniert. Okay. Ja. Dass man es auseinanderbauen und zusammenbauen, dass man das zusammensetzbar ist und dass man es produzieren kann, dass das Zeug fertig werden kann. Und jetzt schaut das so aus, wie das ausschaut. Da hat sich ein Ingenieur schon was überlegt. Genial. Genial. Was passiert dann erst in größere, kompliziertere Maschinen? Ja, das möchte man schon wissen, gell? Da sind auch geniale Lösungen drinnen.